Moin, liebe Top-Familie. Ja, ihr seht mich mal wieder. Hey, lang ist es her, dass ihr mich gesehen habt. Ja, ich möchte eben so auf ein, zwei, drei, vier Themen eben kurz eingehen. Für mich ist jetzt gerade, kann ich euch ja mal eben sagen, für mich ist genau jetzt gerade 0:13 Uhr, ist immer angenehme Zeiten, dann um Videos aufzunehmen, weil es ja nicht so warm ist. Am Tag ist es doch, obwohl aktuell jetzt nicht so heiße Temperaturen sind, aber ist es doch so angenehmer. Für mich ist aber jetzt genau auch der erste um 0:13 Uhr. Und bei euch dürfte jetzt dieses Video am 3. kommen. Warum nehme ich dieses Video auf? Ich sage euch Folgendes. Aktuell kommen wenige Formate. Aktuell kommt nur das Managerprojekt mit Oliver, wo wir die Kader zusammenstellen, und das EM-Tippspiel. Reaktionen? Keine. Und ich habe auf jeden Fall Mails bekommen, oder Kommentare gelesen, dass ihr euch so wünscht, hier, wann kommt das Video? Wann kommt das Video? Oder wann kommt man wieder so dazu Videos? Sei es auch The Masked Singer oder so. Ich brauche eine kurze Pause. Ich sag's einfach so, wie es ist. Videos werden für nächste Woche und für die Woche darauf kommen. Und so in der Woche am 19. kann ich sagen, werde ich dann auch wieder so am Tage hoffentlich gut aufnehmen können. Ich glaube nicht, dass wir doch unbedingt so eine Hitzewelle bekommen. Aber ich werde so ein bisschen Zeit mit der Familie jetzt in den nächsten 2 Wochen verbringen. So ein bisschen runterfahren, sage ich mal, in dem Sinne. Ja, vielleicht zur Nordsee mal für ein, zwei Tage fahren oder zur Ostsee, keine Ahnung. Also einfach mal wirklich sowas oder Städtetrips, dass man irgendwie, keine Ahnung, dass ich irgendwo mal einfach so hinfahre mit der Familie. Ich weiß noch, früher zum Beispiel habe ich mit meiner Mutter sehr, sehr gern hier in Norddeutschland bin ich in andere Städte gefahren mit ihr und wir haben in Eiscafés gesessen und dann immer Spaghetti-Eis gegessen. Ist wirklich so. Das war eine coole Zeit damals. Das ist jetzt so, boah, 7 Jahre her? Ja, acht Jahre, sag ich mal so. Nee, sechs, sieben. Acht nicht, sechs, sieben. Und das war cool. Und wie gesagt, und ich möchte jetzt so ein bisschen davon Pause nehmen. Ich werde Videos vorbereiten jetzt, auch wenn es nur Fußballvideos sind. Ich hoffe trotzdem, dass ihr treuer Fan und trotzdem weiterhin Begleiter der Top-Familie seid. Und ich gebe euch auch nur als Tipp, und sei es nun als Schüler, Student, Kind, Erwachsener, es ist wichtig, auch mal sich eine kreative Pause zu nehmen. Jeder Mensch hat irgendwie in dem Sinne ja auch Urlaub oder Ferien, noch so in dem Sinne als Kind und Jugendlicher gesprochen, oder für die gesprochen. Deswegen einfach mal so ein bisschen runterschalten, dass man sich auch mal entspannen kann. Auch so beim Lernen. Mal vielleicht die Augen zumachen. So kann man sich Sachen besser merken. Ist zum Beispiel auch eine gute Methode, die ich euch mit auf den Weg geben kann. So habe ich auch immer gut gelernt in der Schule. Ja, aber ich wollte euch das sagen. Sprich, Reaktionen werden kommen. Ich weiß, dass am 3., wenn dieses Video dann ja auch kommt für euch, weil das ist eigentlich ein guter Tag, dann glaube ich, beginnt auch die vierte Staffel Villa der Liebe. Und ich möchte noch darauf reagieren. Ich hoffe, ich kann darauf reagieren. Deswegen, ich möchte noch keine Versprechung machen, weil mit Kras Klassenfahrt hat es nicht geklappt und wird auch nicht passieren, kann ich euch sagen. Meine Videos werden gesperrt. Ich hoffe, dass es bei Villa der Liebe nicht so ist. Ja, deswegen. Ich hoffe, dass ich darauf noch gut reagieren kann. So, ja. So, ja. Ja, also das wollte ich auf jeden Fall nur sagen. Wie gesagt, ich werde mir jetzt ein paar Tage mal Pause nehmen, so Städte, Touren machen, vielleicht dann. Jetzt am 3., 4. nicht, aber so darauf die Woche bin ich zum Beispiel jetzt an einem Wochenende dann vielleicht mal, keine Ahnung, ich weiß noch nicht wo. Vielleicht entscheidet sich das so ein bisschen spontan, fahre ich vielleicht mit meiner Mutter irgendwo hin. Aber wie gesagt, halt einfach so, ja,
Also ein bisschen runterkommen, sich entspannen, mal wieder so zu Kräften kommen, kreativ werden. Mein Schlafrhythmus ist sowas von broke, also wirklich sowas von kaputt. Vielleicht kriege ich den dann ja auch mal wieder gut hin, mein Schlafrhythmus, dass ich das da so in etwa einpendeln kann. Naja, mein Schlafrhythmus ist auch schon seit Jahren kaputt, also von daher, ich mache mir da relativ wenig Hoffnung. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall gesagt haben. Gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn dem so ist, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch geht. Und ja, vielleicht macht ihr auch so Städtetouren mit eurer Familie. Ich weiß es nicht. Oder fahrt für ein Wochenende vielleicht ja mal weg. Oder vielleicht auch über Wochen irgendwo, das weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Am Montag kommt dann das EM-Tippspiel zum Halbfinale. Nächste Woche Finale. Ja, genau. Ja, genau, richtig gesagt, ja. Ja, also von daher, habt eine schöne Zeit. Wir hören dann bald wieder richtig von uns. Wie gesagt, jetzt kommen ein paar Fußballvideos. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Teil mit davon seid und ihr bleibt dann nur noch zu sagen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren und Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.